Hallo, ich bin Tina, Tina Weigel. Ja, und ich bin der Stefan. Wir wohnen hier in Augsburg, Jakober Straße 18. Wir gehen beide in die Schule, aufs Brecht-Gymnasium. Ich bin 13 und besuche die Klasse 8a. Und ich besuche die Klasse 6b. Ich bin nämlich erst 11. Und hier neben uns wohnen unsere Nachbarn, die Martinez. Sie kommen aus Spanien, aber sie wohnen schon lange hier in Deutschland. Sie sind sehr nett. Herr Martinez hat ein Restaurant im Zentrum. Wie heißt es nochmal? Ich glaube, Casa de Tapas. Wir gehen oft dorthin. Dort isst man sehr gut. Ich esse gerne Paella und Tortillas. Hey, was soll das denn, Stefan? Entschuldigung. Übrigens, ich bin Peter Weigel, der Vater von Stefan und Tina. Ich bin 44, von Beruf bin ich Bankangestellter. Ich arbeite bei der Commerzbank hier in Augsburg. Warte, noch ein paar Minuten. Ich bin hier gleich fertig. Hallo, ich heiße Renate. Renate Weigel. Ich bin die Mutter von Stefan und Tina. Ich bin 39 Jahre alt. Ich arbeite als Journalistin für die Augsburger Nachrichten. Ich mag meinen Job. Hallo. Das ist mein Zimmer. Es ist nicht besonders groß, aber ich bin sehr gerne hier. Es ist sehr hell. In meiner Freizeit spiele ich Tennis. Ich möchte Profispielerin werden. Und das ist Anna Kournikova, mein großes Vorbild. Das ist mein Balkon. Das ist mein Bett. Es ist sehr bequem. Hier ist mein CD-Player und meine CDs. Ich höre sehr gerne Musik. Das ist meine Lieblings-CD. Ich lese auch sehr gerne. Hier sind meine Bücher. Das ist mein Schreibtisch. Hier mache ich meine Hausaufgaben. Meine Lieblingsfächer sind Mathe und Biologie. Das ist mein neuer Computer mit Internetanschluss. Jetzt kann ich meinen Freundinnen E-Mails schicken. Mein kleiner Bruder darf den Computer allerdings auch benutzen. Mein Zimmer gefällt mir eigentlich ganz gut, nur diese Lampe nicht. So, jetzt muss ich aber weiterlernen. Tschüss! Guten Morgen, Stefan. Gut geschlafen? Naja, eigentlich möchte ich gerne weiter schlafen. Aber du musst in die Schule gehen. Ja, ja. Leider.
Übrigens, Stefan, was möchtest du heute in der Pause essen? Ach, es ist egal. So ein Käsebrot oder ein Apfel. Okay. Tina, beeil dich! Du bist schon eine Ewigkeit im Bad. Ja, ich bin fertig. Ich komme. Morgen. Morgen. Morgen, Tina. Übrigens, Kinder, was steht heute auf dem Programm? Ich schreibe eine Klassenarbeit in Englisch. Na dann, viel Glück. Und du, Stefan? Heute holt mich Angelika ab. Sie begleitet mich auf meinem Schulweg. Bayern 2 Radio. 7.30 Uhr. Was? Schon wieder so spät? Jeden Morgen dasselbe. Und der Bus geht in 2 Minuten. Ich glaube, ich fahre heute mit dem Auto. Tschüss, Renna. Tschüss. Tschüss, ihr zwei. Alles gut in der Schule. Tschüss. Hallo, ich bin Angelika. Ich begleite heute Stefan zur Bushaltestelle und interviewe ihn für euch. Morgen, Angelika. Morgen, Stefan. Gehen wir mal los, oder? Fährst du jeden Morgen mit dem Bus? Ja, ich fahre jeden Morgen mit dem Bus zur Schule. Und wie lange dauert die Fahrt? So 10 Minuten. Sag mal, Stefan, in welcher Klasse bist du? Ich besuche die Klasse 6b. Und wann musst du in der Früh aufstehen? Um 7.10 Uhr. Und wann fängt der Unterricht an? Um 8 Uhr. Und wann hört der Unterricht auf? So um 13.10 Uhr. Wann ist Pause? Um 9.30 Uhr und 11.15 Uhr. Und wie lange dauert die Pause? Beide 15 Minuten. Also eigentlich viel zu kurz, oder? Schon. Hast du auch am Samstag Unterricht? Nein, zum Glück nicht. Habt ihr auch am Nachmittag Unterricht? Ja, einmal, mittwochs bis 15.30 Uhr. Und was machst du da? Ich besuche einen Informatikkurs. Man kann aber auch Musik oder Italienisch lernen. Sag mal, Stefan, was machst du denn in deiner Freizeit? Naja, viel Freizeit habe ich eigentlich nicht, aber ich spiele sehr oft Fußball. Wie oft? Dreimal in der Woche. Zweimal habe ich Training und einmal habe ich ein Spiel. Siehst du viel fern? Nein. Gibt es eine Lieblingssendung, die du hast? Nein. Und Quizshows? Die sind langsam altmodisch. Aha, zu meinen Zeiten hat man das noch gern angeschaut. Ich schaue gerade auf die Uhr, dein Bus kommt gleich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in der Schule und einen schönen Tag und bis bald. Okay. Tschüss. Ciao. Familie Weigel fährt in die Ferien. Wie jedes Jahr machen sie Urlaub auf einem Bauernhof, und zwar in Steinberg. Das liegt in den Bayerischen Alpen. Tina ist nicht sehr begeistert. Sie wäre lieber ans Meer gefahren mit ihren Freunden. Aber dafür ist sie noch viel zu jung, meint Herr Weigel. Also, haben wir jetzt alles? Moment, Peter. Wir nehmen auch noch diesen Korb mit. Unsere Brötchen für unterwegs. Papa, ist noch Platz für meine Tennissachen im Auto? Aber Stefan, wozu brauchst du einen Tennisschläger? Wir wollen doch Ferien auf dem Bauernhof machen. Tina hat auch keinen dabei. Und außerdem, es gibt in Steinberg gar keine Tennisplätze. Ja, Vati hat recht. Und wir haben ja schon unsere Fahrräder dabei. Na gut.
Also, können wir endlich losfahren? Los, Stefan, beeile dich, wir wollen losfahren. So, jetzt können wir starten. Ja, jetzt haben wir alles. Ach du liebe Güte. Was ist denn? Wir sind im Stau. Na super, die Ferien fangen ja gut an. Ist doch klar. Heute ist der erste Ferientag. Kinder, beruhigt euch. Wir verlassen bei der nächsten Möglichkeit die Autobahn und fahren über die Landstraßen. Renate, schau doch bitte mal in der Straßenkarte. Na bitte, wer sagt's denn? Gott sei Dank. Die Fahrt über die Landstraße ist ziemlich lang. Ja, man kann nicht so schnell fahren. Familie Weigel braucht jetzt 4 Stunden bis nach Steinberg. Die Landschaft ist wirklich sehr schön. Endlich sind sie da. Grüß Gott, Frau Weigel. Grüß Gott, Frau Fröhlich. Ja, da sind wir wieder. Grüß Gott, Herr Weigel. Frau Fröhlich, wie geht es Ihnen denn? Danke, danke. Hallo, Tina. Mensch, bist du aber groß geworden. Meine Güte. Hallo. Frau Fröhlich, wie viele Kühe haben Sie dieses Jahr wieder? Wir haben 25 Kühe, 8 Hühner und natürlich unser Pferd Winto. Ja, und 3 Schafe, 2 Hühner und 2 Kaninchen. Also kommen Sie mit. Wir haben renoviert. Ich zeige Ihnen Ihre neue Ferienwohnung. Mein tut wieder weh. Oh, warte mal. Wie ist das eigentlich passiert? Erzähl mal. Letzten Samstag beim Fußballspielen habe ich mir das Bein gebrochen. So ein Pech. Wir haben zunächst trainiert, dann haben wir richtig gespielt. Andere Seite, Gregor, andere Seite der Mühle. Und wir haben sogar ein Tor geschossen. Naja, ehrlich gesagt, der Torwart war nicht so gut. Aber dann bin ich gefoult worden und bin hingefallen. Foul, 11 Meter! Ich habe mir am Bein wehgetan. Mein Trainer ist sofort zu mir gelaufen.
Er hat sich mein Bein angeschaut und gesagt, Stefan, ich fürchte, dein Bein ist gebrochen. Vorsicht. Ich glaube, das ist gebrochen. Komm, ich bring dich ins Krankenhaus. Ich bin wieder aufgestanden. Tja, und dann hat mich mein Trainer ins Krankenhaus gebracht. Wie lange musst du mit dem Gips noch rumlaufen? Noch 2 Wochen. Leider. Hallo. Heute sind wir hier in München. Wir drei machen einen Stadtrundgang und zeigen euch die Stadt. Wir kommen ziemlich oft nach München. Denn von Augsburg sind es nur 60 Kilometer. München ist die Hauptstadt Bayerns. Liegt im Süden Deutschlands, nur wenige Kilometer von den Alpen entfernt. Es hat 1,3 Millionen Einwohner und ist nach Berlin und Hamburg die größte Stadt in Deutschland. Also, los geht's. Ja, also jetzt sind wir hier am Karlstor und hier beginnt die Fußgängerzone. Eine Fußgängerzone ist eine Zone ohne Autos, nur für Fußgänger. Man geht also zu Fuß. Es gibt viele Geschäfte, Kaufhäuser, Restaurants, Kinos und Cafés. Da vorne kann man Lose kaufen. Kaufen wir mal eins. Ja, 2 Mark macht das. Dankeschön. Ich auch. Das macht auch 2 Mark. Dankeschön. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das euer Glückstag ist heute. Hast du schon mal was gewonnen? Leider nicht, ne? Aber Spannung. Hey! Und das ist unten kein Gewinn. Ah, kein Gewinn. Ich habe gerade hier geguckt und dachte, ey. Kann man nichts machen? Nächstes Mal. Wiedersehen. 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 Ja, und wie ihr sehen könnt, da sitzen auch ganz viele Leute draußen bei den Bierbänken. Die meisten trinken schon ein Bier oder essen eben die Spezialität, die Brezeln. Das ist eine ganz sommerliche Atmosphäre. Magst du Brezeln? Ja. Weißt du, wie die entstanden sind? Von der Form her? Nee. Und zwar, die Mönche haben früher immer nur so gebetet. Und so kam eben die Form der Brezen her. Die Mönche haben diese Brezel erfunden. Das wusste ich gar nicht. So, und jetzt kommen wir an eine ganz interessante Stelle. Nämlich zur Frauenkirche. Die Frauenkirche ist das Wahrzeichen der Stadt München. Und wie ihr gleich sehen werdet, sie hat 2 hohe Türme. Und ja, was schätzt ihr denn, wie hoch die Türme sind? Ich glaube, die beiden Türme sind unterschiedlich hoch, oder Tina? Ja, der eine ist 99 Meter hoch und der andere 100 Meter. Das kommt daher, denn als die Kirche kurz vor der Fertigstellung war, gingen den Bauarbeitern die Baustoffe aus. Und daher mussten sie den einen Turm etwas kürzer bauen. Aber man merkt das gar nicht, wenn man das anschaut. Nein, weil es so hoch ist, das sieht man eigentlich